Leute, da bin ich auch schon wieder zurück mit einer weiteren Folge der Die Sims 4 100 Baby Challenge. In der letzten Folge war ich ja wieder mal megamäßig freundlich und hab euch einfach rausgeschmissen, als das Baby kurz davor war zu kommen. Also das Baby kommt in der jetzigen Folge und ich bin gespannt, was es wird. Es dauert noch ein bisschen, also noch so ein, zwei Stündchen, dann wird's rauspfropfen. Ich will mal ein bisschen warten. Nee, wir wollten ja ins Krankenhaus, ne? Wir wollten natürlich ins Krankenhaus, Leute. Und wir werden den Vater mitnehmen. Wer war denn der Vater? Wo ist sie denn jetzt? Ashley. Wo ist denn Ashley? Die ist bestimmt hier irgendwo unter Liebschaften. Da sind doch alle unsere ganzen Typen und Frauen mittlerweile auch angezeigt. Und jetzt werden wir einfach mal mit der guten Ashley und der natürlich der Kim zusammen ins Krankenhaus fahren und hoffen wir mal, dass es ein Junge wird, der sich dann später in die Conchita-Wurst-Aufmachung, ihr wisst, was ich meine, in diesen Conchita-Wurst-Style reinfindet. Ich hoffe es zumindest. Ich bin gespannt, was es wird. Ich meine, es sind zwei Frauen, die ein Baby gezeugt haben. Dr. Lara ist wieder am Start. Ich bin so stolz auf sie, dass sie hier Ärztin ist. Und ich finde, wir sollten mehr Schwestern und andere Leute einstellen, weil vielleicht sehen wir dann noch öfter mal hier unsere Kinder. Weil sonst ist hier niemand, ne? Es ist bloß, ich meine, 20 Uhr, da sollten eigentlich noch Leute an der Rezeption sein oder irgendwelche Schwestern. Aber okay, wo ist denn eigentlich jetzt unsere Ashley? Ashley, wer bist denn du? Krankenpfleger. Guck mal, hier ist ein Krankenpfleger. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Aber wo ist jetzt die Ashley? Die Ashley ist, glaube ich, gleich wieder abgereist. Sie hat das so gesehen, dass sie so, oh nein, die ist schwanger. Oh nein, das geht ja mal überhaupt nicht. Und dann ist sie direkt wieder abgereist. Kim sieht aus, als würde sie gleich ins Gras beißen. Das wird sie natürlich nicht, denn sie wird bloß von einer Maschine manipuliert. So wie wir das mittlerweile von den Geburten kennen. Ihr wisst mittlerweile, wie die Geburten ablaufen. Und zwar genauso, man wird in so eine Maschine und dann wird das Baby einfach aus einem rausgetragen. Ja, so ist das heutzutage. Wird da heute noch reingegriffen oder nicht mehr so? Lara? Hello? Ich glaube, das Spiel ist kaputt, Leute. Ich glaube, das neue Baby hat das Spiel kaputt gemacht. Und es ist ein Mädchen. Ist das dein Scheiß Ernst? Warum bekommen wir jetzt immer nur Mädchen? What's wrong? Wir müssen echt mal hier dieses Beeinflussen machen, aber ich habe jetzt keinen Bock rauszusuchen, mit was das ging. Ich glaube, mit Alternative hören und noch irgendwas essen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was man essen musste. Wieso ist es ein Mädchen geworden? Das ist ja nicht so schön. Conchita... Star, nicht Wurst. Conchita Star ist am Start. Was? Oh nein, jetzt haben wir schon zwei von diesen Quälgeistern, würde Sophie jetzt sagen. Aber, ja... Okay, Zwillinge, wer hätte damit gerechnet? Und wer hätte damit gerechnet, dass wir mal Zwillinge im Krankenhaus bekommen? Weil es war ja immer nur so, dass wir Zwillinge bzw. Drillinge zu Hause bekommen haben und noch nie im Krankenhaus. Da haben wir immer bloß Einzelkinder bekommen und jetzt zum ersten Mal bekommen wir Zwillinge. Das liegt bestimmt daran, dass wir mit einer Frau geschlafen haben. Mit der läuft das definitiv besser. Jetzt haben wir insgesamt 37 Kinder. Das ist schon mal ganz schön cool. Und jetzt brauche ich noch einen Namen für die Gute. Aber ich würde mal... Also ich hätte jetzt... Ich habe zwei Varianten, ne? Aber die eine ist viel realistischer. Ich nenne sie Kim. Aber das widerspricht sich ja mit meiner Aussage aus irgendeiner letzten Folge, dass ich zwei Kims möchte und dass die dann eine Mini-Kim bekommen sollen. Und dann wird das ein Junge. Oh Gott, das wäre so... Oh. Oder wir nennen das Kind Max... Und es wird ein neues Two Broke Girls Mitglied hier im Haushalt. Und ich denke mal, es wird sich auf Max hinauslaufen. Es wird auf Max hinauslaufen. Jetzt haben wir zwei Kinder hier bekommen. Wer hätte damit gerechnet, Leute? Wer hätte damit gerechnet? Ich definitiv nicht. Aber, ja, Glückwunsch. Die Geburtsurkunden, der Arzt hat die Geburtsurkunden vorbereitet. Das ist schön. Komm, wer ist denn hier? Wer ist denn das? Wer ist denn das? Conchita. Und das ist Max. Hauptsache Max liegt in so einer langweiligen Kindertrage. Wir werden dann auch noch zu ihr gehen und sie kurz liebkosen, bevor wir dann sie wieder zu Hause sehen. Kim hat zwar immer noch diesen Bauch, aber ich denke, der wird auch weggehen, ne? Hoffe ich zumindest mal, weil sonst sehe ich dann nicht mehr so gut, ne?
Kim, es wird Zeit, dass du nach Hause gehst. Auch wenn du immer noch einen Schwangerschaftsbauch... Oh, jetzt ist er weggegangen. Oh, so schnell geht das, Leute. Ihr lauft einfach ein bisschen gekrümmt und dann... Plupp, geht er weg. Okay. Huh, Zwillinge wieder mal. Und dann auch noch zwei Mädchen. Wir sind ein reiner Frauenhaushalt. Das ist irgendwie ein bisschen schade, weil ich hätte gerne mal wieder hier ein bisschen männliche Power. Der letzte Mann war Yannick und er ist gegangen. Schade. Es wäre so cool gewesen, hätten wir so einen Junge und ein Mädchen bekommen. Ich weiß nicht, ob das machbar ist oder ob das halt nur durch den Cheat bzw. durch den Mod beeinflussbar ist. Ich habe keine Ahnung davon. Aber wir haben zwei neue Mitglieder in diesem Haushalt und das ist immer cool, obwohl es gerade echt krass ist, weil damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass wir ein Kind bekommen, aber dass wir direkt zwei Kinder bekommen, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, wir werden jetzt erstmal hochgehen und hier dieses Haus reparieren. Warum zeigt es mir hier hinten das jetzt nicht so an? Ich habe keine Ahnung, diese Wand denkt sich so, nö, ich bin nicht existent und werde einfach nicht angezeigt. Respekt auf jeden Fall an diese durchsichtige Wand. Wer hat sie nicht so, die durchsichtige Wand? Wunderbar. Kaufen Sie jetzt für 5,99 die durchsichtige Wand. Next, please. Okay, sie möchte schlafen gehen. Das möchten wir alle. Ach, sie kann das gar nicht reparieren. Warum nicht? Dann geh schlafen, meine Gute. Da geh schlafen. Kann sie das reparieren? Nee, dazu muss man wirklich einen Reparaturservice engagieren. Dann werden wir diesmal tun, weil, oh, guckt euch das an, da ist die schon, die Caroline. Und sie geht direkt, geht sie zu Max? Geht sie zu Max? Ist Max? Ja! Oh mein Gott, Leute, Max und Caroline sind vereint! Woo! Okay, das ist schön, dass die beiden sich jetzt schon mal getroffen haben. Ich werde die beiden Kinder, beziehungsweise Babys, noch zu Kinder werden lassen in der jetzigen Folge. Das werden wir gegen Ende machen. Und, schön, dass er gleich erscheint, der Typ. Und ja, damit wir wenigstens mal sehen, wie die Kinder so aussehen, denn es wurden beide Mädchen von zwei Frauen gezeugt. Das ist persönlich sehr, sehr cool und deshalb werden sie auch, denke ich mal, sehr hübsch aussehen, denn Kim ist sehr hübsch und Ashley war auch sehr hübsch. Von daher denke ich mal, dass das zwei sehr schöne Kinder werden, hoffe ich zumindest mal. Kim ist überglücklich wieder einmal. Ich bin auch überglücklich, dass wir es mal wieder geschafft haben, Zwillinge zu bekommen. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, Freunde? Ich definitiv nicht. Aber okay, so weit sind wir anscheinend jetzt doch schon gekommen. Und Caroline denkt erstmal so, erstmal Selfie für Instagram machen. Ja, Caroline, alles klar. Aber Caroline finde ich echt gut getroffen, so. Bis auf dieses Outfit, das finde ich jetzt nicht so getroffen, aber... ich finde das so cool, Leute. Ich finde sie so cool. Okay, sie hat die Videospielfähigkeit erworben. Das macht mich natürlich glücklich, Caroline. Und du weißt ganz genau, so wird man erfolgreich. So, Katja ist hier noch ein bisschen am Eislecken, hat einen Gehirnbrand, hat ihre Hausaufgaben als einzige im Inventar. So, kriegt sie ihre auch noch wieder. Perfekt. Ich würde aber mal sagen, ihr könnt langsam mal alle schlafen, weil... Ich glaube, ihr könnt jetzt langsam alle mal schlafen. Es ist gleich 0 Uhr und ihr steht ja alle noch unten hellwach vor diesem Mülleimer. Das kann ich nicht dulden lassen. Aber was wir noch machen müssen, denn sonst haben wir definitiv gleich keinen Strom mehr, ist ein wunderschönes, surrealistisches, mittelgroßes Gemälde zu malen. Ich hoffe, das wird ganz gut. Sie gönnt sich jetzt noch ein Wasser anscheinend. Ja, dann guten Appetit, meine Liebe. Und euch hier unten auch noch guten Appetit. Ja, du hast einen Gehirnfrost, aber es ist vielleicht ein bisschen praktischer, wenn du jetzt erstmal auf Toilette gehst und dann runter gehst und dann schläfst. Du genauso, du musst jetzt nichts trinken. Du kannst hochgehen und dich hier auf der Toilette kurz vergnügen. Beziehungsweise entleeren, deine Blase entleeren. Alles in Ordnung. Dankeschön, das war definitiv billiger als das Ding zu reparieren, ne? Das Ding wurde nicht repariert! Willst du mich verarschen? Will der Typ mich verarschen? Das Ding hat er nicht repariert. Jetzt kann ich das so ersetzen. Dankeschön. Dankeschön für nichts. Ich finde das einfach nur dreist. Warum bestelle ich denn sonst so einen Scheiß-Typi, wenn er uns das nicht repariert? Okay. Er war vielleicht noch nicht so weit, Leute. Er war vielleicht noch nicht so weit. Vielleicht ist er auch einfach nur dumm in seinem Kopf gewesen. Okay, jetzt brauchen wir erstmal hier. Guck mal, das verkaufen wir jetzt ein paar Mal. Und dann haben wir auch ein bisschen Kohle wieder rein. Ich glaube, jetzt haben wir eh schon unser Geld fertig, aber... die gute Kim wird trotzdem noch ihr Gemälde hier unten vollenden, weil wir brauchen ein schönes neues Gemälde, was wir dann wieder verticken können. So, du bist auf den richtigen Weg, glaube ich. Ja, bist du fast. Du solltest
hochgehen und deine Blase entleeren. Und dann ganz hintergehen und schlafen, weil wird langsam mal Zeit. Und sonst der Rest schläft auch gleich. Das ist schön, Leute. Wenn ihr gleich alle schlafen, dann vergeht die Zeit wieder wie im Fluge. Und hoffentlich kommt im Zimmer mal hier bei mir so ein Lüftchen, wo wir gerade bei Fluge sind, weil es einfach so ekelhaft heißt. Wow! Kim ist super kreativ und hat eine Weinflasche und ein Weinglas mit Wein, was da gerade rausläuft, auf den Kopf gestellt. Das ist natürlich klar, wenn man ein volles Weinglas auf den Kopf stellt, dass da der Wein halt rauskommt. Aber Kim hat es gezeichnet. Es sieht sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Wir werden es direkt an den Sammler verkaufen und dann rausgehen und die Rechnung bezahlen. Denn es wird sowas von Zeit, dass wir diese Rechnung bezahlen, dass wir endlich wieder für eine Woche, ich weiß gar nicht, für ein paar Tage jetzt erstmal schuldenfrei sind und dann wieder kurz vor knapp, wenn wir die Rechnung bekommen und so denken, Scheiße, wir brauchen Geld. Aber das sollte jetzt kein Problem sein, denn wir haben unser eigenes Restaurant und vielleicht klappt das ja und wir kriegen da was Ordentliches hin. Wir könnten jetzt mit Kim erstmal das Weltall erkunden, weil ich meine, sie ist jetzt wieder frisch, sie ist nicht mehr schwanger und da kann sie auch endlich wieder ins Weltall reisen und mal gucken, vielleicht findet sie ja irgendwas Spannendes. Vielleicht wird es auch ein totaler Absturz. Also, oh Gott, die brennt. Oh Gott, es hat innen drin gebrannt. Kim, please, stirb nicht. Please, stirb nicht. Genau. Bitte stirb nicht, Kim. Das wäre einfach zu fatal. Aber okay, wir müssen uns mal gucken. Unsere Babys weinen gerade. Das tut mir ein bisschen leid, aber okay. Und Tim. Genau, Tim. Da stand definitiv Tim. Kim tankt gerade Raketenbrennstoff, als ein außerirdisches Raumschiff an der Pumpe neben ihr hält. Das ist natürlich nicht so gut, wenn nebenan bei der Pumpe gehalten wird. Kim denkt sich zunächst nicht dabei, bla bla bla. Ja, next please. Das juckt uns nicht. Ja, es tut mir doch leid, meine kleinen Kinder. Max und Conchita, bitte seid leise. Ach Gott, ey. Schlimm. Es müsste sich irgendjemand mal drum kümmern. Ich weiß nicht, was die für Probleme haben. Ich denke mal. Nein, nein, nein. Katja kann unten bleiben. Das muss Dagi machen, weil Dagi schläft oben. Und, so. Umstellt von der Weltraumpolizei. Oh nein, das klingt überhaupt nicht gut. Kim hustet immer noch von den Abgasen des Alien-Raumschiffs, als in der Nähe Sirenen ertönen. Das klingt schon mal definitiv nicht gut. Die Weltraumpolizei umstellt ihr Raumschiff. Das klingt auch nicht gerade so gut. Und will den Laderaum durchsuchen. Sehen wir so aus, als hätten wir Drogen dabei. Man weiß es nicht. Kim vielleicht schon. Sie kann die Waren aushändigen und das Beste hoffen oder dem Alien und vielleicht auch sich selbst helfen, indem. Ich würde mal sagen, wir verstecken das Alien, ne? Wir verstecken das Alien, weil. Doch, ein bisschen hier no risk, no fun, würde ich mal sagen. Die kleinen Weinen hier, deshalb geht mal rüber und füttert die mit einer Flasche. So, Kim kann jetzt schneller bauen und verbessern. Immerhin, Kim hat ein bisschen was gelernt. Ihr seid auch überhaupt nicht laut, ihr zwei. Ich gehe lieber runter hier zu dem leeren Landeplatz, weil da schreit mir wenigstens niemand ins Ohr. Oh nein. Na toll, jetzt kommen wir zurück, ne, oder? Auf Abwägen. Glücklicherweise kauft der Polizist Kim ihre Geschichte ab. Das ist gut. Mit einer Charmoffensive und Schlagfertigkeit gelingt es Kim, den Polizisten von einer intensiven Suche abzuhalten und die Polizei verschwindet schon bald. Yay! Jetzt muss Kim nur noch ihren außerirdischen Freund finden. Kim hat einen außerirdischen Freund gefunden. Oh mein Gott, Kim! Was gibt da ab? Ich wette, sie wird gerade schon wieder im Weltall geschwängert. Aber okay, das erzählen wir einfach niemandem. Wir sind einfach immer super. Okay, wir haben eine Belohnung bekommen. Kim steuert ihr Schiff auf dem bla bla bla. Was haben wir bekommen? Ein kleines Paket. Na toll. Wir haben nur ein kleines Paket. Einen unnatürlichen großen Meteorstein. Wow, das wollte ich schon immer mal bekommen. Aber es sieht bestimmt cool aus. Ja, wow! Der ist cool. Der ist voll riesig, aber der ist cool. Wo stelle ich den denn mal hin? Guck mal, hier, der passt bestimmt perfekt dahin. Der sieht cool aus. Der ist auch sehr selten. Den müssen wir irgendwo hinstellen, aber ich weiß leider nicht wo. Weil wir. Es sieht leider nicht so aus, hätten wir hier irgendwo Platz dafür. Willkommen im kleinen Haushalt der Familie Star. Haben wir hier oben. Es sieht halt alles irgendwie nicht so passend aus, ne? Der würde eigentlich perfekt hier in das Zimmer reinpassen, der Mädchen. Weil das auch der gleiche Farbton ist. Glaube ich, wartet mal. Ich habe keine Ahnung, ich krieg den da gerade nicht hin. Jetzt steht er mal kurz dort.
Ich überlege gerade, den hier in diese Ecke zu stellen. Dann können wir nämlich das hier mal entfernen. So. Und dann hier dieses Mikrofon können wir, ja, derweil hier hinten hinstellen. So. Und das können wir hier in diese Ecke reindrehen. Das sieht nämlich voll special cool aus. Und das hat nicht jeder, Leute. Das hat nicht jeder. Und das will jeder, weil das sieht echt cool aus. So. Wir werden jetzt erstmal, es tut mir leid, meine Kleinen, oh, schreit mich doch nicht so an, was habt ihr denn für ein Problem? Was haben die denn für ein Problem? Ich werde Max erstmal an die Brust nehmen, damit Max weiß, wie sich das anfühlt. Okay, Conchita, bitte beruhige dich. Conchita, ja, nur am Weinen hier hinten. Aber ich hoffe, dass die nach dem Stillen endlich ruhig sind, die beiden. Denn dann können wir die beiden altern lassen und in der nächsten Folge umstylen. Und ich habe heute so viele Folgen aufgenommen, Leute. Meine Stimme tut so dermaßen weh. Aber okay. Alles für den Urlaub, alles für euch. Woo! Okay. So, geh mal rüber. Guck mal, die heult nicht mehr. Geh mal rüber noch zu ihr und werde sie auch mal ein bisschen füttern mit deiner Brust. Mit bisschen frischer, leckerer Muttermilch. Und, guck mal, jetzt hat sie sich noch eingekackt. Das ist jetzt vielleicht nicht so schön. Schmutzige Windeln wechseln. Ich glaube aber, wir könnten dann mal Unterstützung von Dagi oder Caroline, hier drüben gebrauchen, weil Kim kann nicht zwei auf einmal versorgen. Das klappt so nicht und das geht nicht. Ne, das klappt wirklich nicht. So, wir fügen mal hier noch einen Rahmen hinzu, weil das sieht ja so schön aus und wuhu. Okay. Was haben wir denn hier? Wie ist das teuer gewesen? Oh, das war anscheinend voll teuer. Fast 2000 hat Kim dafür gemalt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht auch nicht, aber okay. So, meine zwei. Ihr werdet jetzt altern. Älter werden und du danach auch älter werden. Es wird spannend. Wie werden sie als Kinder aussehen? Sie ist schon mal blond. Das bevorzuge ich definitiv nicht. Das wird sich eh noch ändern. Oh, Max sieht schön aus. Max sieht schöner aus, fand ich. So, ich würde mal sagen, sie wird so ein kreatives Wunderkind und wird sehr fröhlich und freundlich zu den Menschen sein. Und Max wird halt eher so das Gegenteil. Und eure Haarfarbe wird sich eh noch ändern. Max wird eher so der kleine Frechdachs und so, nicht böse, böse klingt so böse. Max wird vielleicht eher so gemein. Gemein trifft es vielleicht eher. So. Eure Outfits muss ich definitiv ändern, aber ich finde euch schon mal sehr cool gelungen. Ich hoffe, ihr findet die beiden auch sehr cool und ich hoffe, ihr freut euch, dass wir Zwillinge bekommen haben, weil, jetzt mal ernsthaft, wer hätte das gedacht? Ich definitiv nicht. Und ja, Leute, das ist schon wieder keine Folge über 20 Minuten, aber ihr kennt mich ja, wenn ich jetzt noch meine Abmoderation mache, dann werden es bestimmt noch 2, 3, 17 Minuten mehr und deshalb... Leute, krass, oder? Dass wir jetzt wieder Zwillinge bekommen haben. Insgesamt jetzt 39 Kinder schon. Das ist sehr viel, wie ich finde. Es gibt vielleicht Leute, die sich so denken, erst 39 Kinder, bist du irgendwie behindert? Bist du irgendwie nicht ganz fit im Schritt oder so? Aber Leute, ich muss euch sagen, die Kim, die ist eine tolle Mutter hier und die kümmert sich gut um die Kinder und die ist nicht so eine Geburtsmaschine. Also sie ist eigentlich schon eine Geburtsmaschine. Sie hat 39 Kinder rausgepresst, aber... Trotzdem, ich möchte das so ein bisschen immer noch, ich kann es nicht oft genug sagen, ich möchte so ein bisschen mehr Story reinbringen und nicht so Geburt, sondern ihr wisst es. Aber Leute, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wenn ihr euch auch so freut wie ich, dass wir jetzt Zwillinge haben, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Ich hoffe, wir hören uns in einer weiteren Folge von die Sims Feder 100 Baby Challenge, wenn wir die zwei kleinen Racker umgestalten werden. Und ich freue mich wirklich schon sehr auf das Umstyling zum Teenager bei Conchita. Ich glaube, das wird sehr cool und ich hoffe, dass es sehr cool aussehen wird, denn mit den neuen Möglichkeiten können wir sowas machen. Das ist immer noch das super coolste, das Beste, was es gibt. Ich rede schon wieder viel zu viel. Ich habe schon gesagt, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, bla. Wir hören uns in einer weiteren Folge. Bis dahin, haut rein und ciao!